Masai, Einzelkampf oder sich vielleicht doppelt mal versuchen? Überhaupt nicht lesen, einfach akzeptieren. Ja, jetzt oben Level. Drei Pokémon. Das ist eine gute. Komm, komm. Diesel! Oster! Okay. Ja, speichern! I will now show you to the single battle room! Zeig mir mal. Erstmal fangen wir mit dem aufzugehen, keine Ahnung wie viel Stoff. Gucken, schicken nicht runter, gucken, schicken nicht runter, gucken! Jetzt hab ich runtergeguckt! Oh, eine Spielmachin! Let's pretend I'm an adult, okay? Was? Ich soll mir vorstellen, du wärst erwachsen? Was? Du willst Erwachsenenbücher lesen? Okay! How about? Altes Buch, aber ne? Ein von mir geschriebener One-Shot. Wo das passiert, was der Titel sagt. Eileen! Edith hier. Edith vorne. Mit euch Kaffeetacken, das gefällt mir gar nicht. Toaster! Nee, du hast Psychoattacken. So, komm, das wollte ich so. Ach, du hast beides! Tja, was ist das Risiko an dieser Attacke? Da wird Toaster dich erstmal shaking, shaking, shaking! Blutuchtschöll. Didium, didium, sehr schön. Abra. Zebra. Zebra. Ja, ein Zebra-Pokémon. Zebritz. Vor allem, ich bin erstaunt, du setzt eine Attacke außer Teleport ein. Wie süß. Wieso habe ich eigentlich nicht von Anfang an Kopfnuss gemacht? Viele Psycho-Pokémon wie Abra haben eine schlechte Verteidigung. Ich tue einfach, ohne vorher nachzudenken. Aber hey, ich bin nicht gewisse andere komplette Spiele, die was alles merken können, welches Pokémon jetzt welches Deadwert hat. An Owl can't beat you? Nein. Weiter geht's! Poison Power is in our Konton Spore Move! Ich glaube, er möchte mich vergiften. Keiner hat mich darauf gekommen. Ach du Scheiße, du hast ja den Sprite von Archie! Aber du setzt jetzt nicht zufällig. Matrifolan? Schade, dass Luxtra kein Unlicht-Pokémon ist. Das sieht so grimmig aus. Dann hätte ich mit meiner Kampfattacke reinhauen können. Oh nee! Auf Toaster! Triff! Triff! Aber nicht dich selbst! Toaster! Mein Toaster ist der beste Toaster der Welt. Ah, Picuccina! Picuccina! Habe ich das eine Antwort?
Diese möchte nämlich einen Schlag in dein süßes Chinchilla-Gesicht stampfen. Bäm! In your face! Hahaha, du kleiner Chinchilla! Du staubfähigen Pokémon, du! Bleib mal nicht so fies, Kiesel. Wieso das denn? Das ist doch so ein staubfähiges Vieh! Das ist ein Chinchilla, kein Staubwedel. Aber es gibt doch auch ein Pokémon, das auf einem Schwert basiert. Wieso soll ich dann auf kein Pokémon gehen, das auf einem Staubwedel basiert? Ja, Kiese möchte wohl das Kampfsystem weiter aufmischen. Jetzt, nachdem schon der Feentyp gekommen ist mit der 6. Generation, kommt auch bald der Typ Staub. Na logisch! My Cotton's Bow was useless! Du hast nicht mal irgendwas eingesetzt mit Cotton-Dings, bla bla. Aber dafür hat Kiesel einen neuen Typ erfunden. I haven't a worry at all! Schön für dich! Ui. Das denke ich nicht, my lady. Es kommt doch bestimmt eine Flugattacke. Sag ich doch. Es macht trotzdem verdammt viel Schaden. Kommt doch eine Klingensturm an. Ich glaube, es sagt. Und es reicht nicht! Da ruckzuck jemand gereicht! Da ruckzuck jemand gereicht! Ein klein wenig gemein. Surface back, Milky! Jetzt sag mir nicht, du hast die ganze Entwicklungsreihe. Detect. Oh, ernsthaft. Müsst ihr so eine Scheiße machen? Natu! Ich kann mich nicht erinnern, dass das die Endentwicklung ist. Egal! Surf ist noch mehr weg. Let's den Surfer aufräumen. I worry about my Pokémon skill. Wieso Caps lockt ihr mich alle? Was soll denn das? Das ist ja ekelhaft. Ekelhaft. I am number one. I have no rival. Das ist aber traurig. Jeder braucht einen Rivalen. Arnie. Mr. Flauschi. Oh, das ist eben nur Mr. Flauschi. Fake. 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 Ist ja nicht so, als wäre ich schon verdammt langsam. Aber ich bin immer noch schneller. Das ist ja schon fast traurig für das arme kleine Voltilam. Der Bim war auch traurig. Für ihn. Sie war Weibchen. Oh! Violu! Ich kann nicht auf Milky wechseln. Ich muss Kampfattacken. Ich hätte auf Milky wechseln können. Protected itself. Ich hätte einen Safe Switch haben können, aber da denkt man ja nicht. Autsch, das wird weh. Das wird wehtun. Das wird wehtun. Wetten uns das 5-mal. Die Wette habe ich verloren.
Ah, Toaster! Du bist der Wunderbar! Centret. Wieso? Egal, Earthquake them all. Toaster! Toaster sweept hier durch wie kein anderer. Toaster. Habt ihr schon mal einen sweependen Toaster gesehen? No! Nein, noch nicht, aber du hast doch gerade. Hast du während dem Kampf nicht zugeguckt? I won't accept this! Musst du aber! Sonst schmeiß ich dich vom Turm. Ich werde bei der Nummer 7 eh wieder verlieren. Cute and awfully strong, that's me! Gibt es irgendein Pokémon, das süß und stark zugleich ist? Das ist nicht süß. Wenn ich jetzt zu Milky wechsle, wird wahrscheinlich dann eine Bodenattacke kommen. Egal, eine hältst du aus, Milky, und dann surfst du es weg. Ich muss mir auch mal was trauen. Ah, du bist sogar Fluch. Schicken Sie nicht mit Wings. Ein süßer Mann. Alles ist in Ordnung. Ich würde sowas von lachen, wenn seine beiden anderen Pokémon weder zum Typ Boden, noch Gestein, noch Stahl gehören. Dann hätte er sich jetzt nicht mit dieser Aktion selbst nur in die Fresse geschlagen. Okay, hätten wir schon mal Gestein-Pokémon. Okay, ist einfach egal, der Sandsturm. Ich bin Stahltyp. Mir macht das nichts aus. Ein Pinguin. Ich bin ein Pinguin. Chicken 2015. Hört man auch nicht alle Tage, dass ein Hühnchen von sich selbst behauptet, er sei ein Pinguin? Naja, eines haben wir gemeinsam und das ist, dass wir nicht fliegen können. Da kam mein Boost. Ernsthaft. Hey, ich habe einen Toaster. Würde dich zerstören. Hauptsache nur mal ein bisschen Damage reinhauen. Das ist so eine Frustaktion, weil er weiß, dass er eh nicht gewinnen wird. Gegen den allmächtigen Toaster. I'm weak, but I'm cute. Nein. He is cute. Na, Töne? Wo sitzt du eigentlich gerade? Hey there, you are my opponent today. Ach, da ganz hinten sitzt du. Immer so weit weg von mir, du Schneckmack. Oder eher Hallo Reptane, wie andere Leute sagen würden. Mann, nie darf Kiesel kämpfen, was soll denn das? Ist ja schon fast Mobbing! Alter! Nur weil Kiesel in der Liga abgestaubt hat? Ein Raupi! Ach, wie süß! Mit einem Raupi gehst du hier rein! Ach, wie süß! Was? Schade, das hat Fokusband.
Kann man Raupi ernsthaft im Competitive Play benutzen? Das wäre interessant zu wissen.